Die Peristaltik des Erdmagens, wo wir umschlungen liegen könnten, Syntax uns hervorstötend, schön gemacht fürs Weltlicht, das erblicken wird, auf leichten Schultern trägt, wenn anlegt der Herr Doktor sein Eisen, Erzskelett knotig, scheppernd als Schmuck, sein Eigen am extrovertierten Körper, den Vogel zeigend, Theriomorph, steinalte Köche, die 1 und 0 errechnen, die Knochen am Feuer, wo Eisen es mit Fleisch getrieben, Bein von meinem geschnetzelter Mahne. Die Zweige sind, wir entsteigen der Hütte, stammeln ab, Erze, Wurzelknochen, senkrecht aufsteigende, Augen stellen sich Gedanken in aufrechte Positionen, die Zunge leckt Stahl, jetzt zischt der zwischen den Lippen ein verkohltes Steak. Und sind wir von Federn? So sitzen vor Feuern Schmuck und Birkenrinde, treten wir aus langer Nacht ins Zelt. Die Röte unserer Lider zeugt von einer Dosis Medizin. Es spielte jemand mit uns seit Frühzeit Videospiele. Der Doktor hat eigenes Hängen am Körper, wo Geister ihn gegart, ein Gesteck frischer Knochen, blutig besetzt. Im Eisenkleid steigt er aus dem Zelt. Und redet er mit dem Skelett als Federkleid behangen, trägt er sich mit Fliegen, liest. Er liest die Knochen vom Boden, ins rauchige Ich geschnippt, in Schale, so steigt er wieder aus der Zeit und spricht vom Zelt ins Unreine zu uns. Zunge leckt, zischt Stahl ihr Verkohltes ein. Gedankenmetall, steigen wir aus den Hütten. Rentierfelle, Moose, Farben, die am Boden ansetzten zum Flug in höhere Regionen. Ärmchen flattert, fächelt Rauch in einen Vogel, etwa Adlerattribut oder Chicken Wings. Check. Und? Wird damit ein Blick geworfen? Ein mit Kielen gespickter Heiliger der Jurte entstiegen, justiert seine Flügel, die Arme wehren, die Gedanken schnallen sich an. Stimmen die Prämissen? Ein Kick, so viel Flug und Filmgeschichte weht vorüber. Wir stehen da und suchen durch Augen zweiter Ordnung auf den Wolken den Vogelmann, der innen ruht, zu rufen. Als gäbe es noch Stellen, unberechnet, oder man selbst würde getragen von Schwungfedern, Augen, die um sich schlagen, zu den Sternen singen, verwegen in Trachten urzeitlicher Ballistik, elastische Zungen, glühend. Schmelze Satelliten, als spräche etwas aus dem Tiegel zu einem, der hinausgehoben würde über den Planeten. Gefilde, Felder in fliegendem Wechsel. Genug davon, genug von diesen Ammenmärchen. Du kannst mit deinem Leib aus Kohle von Plastiktellern Nahrung picken, doch Verbindungen nicht ausweichen. Nahrreiche, aufgespaltene Enzyme verlaufen durch Kanülen, werden dich einholen. Schönheit fixiert im Speisesaal der Orbitalstation, wo jedes Modell schwelgte in der Besessenheit des Designs. Dies die aktuelle Variante einer Alien-Abduction. Gesichtszüge auf eine Weise gesetzt auf eng anliegende Haut, die Schädel in den Schraubstock zwängt, Lebensweisen umstrukturiert,
Körper gestohlen der Mathematik aus dem Fundus der Symmetrie. So entstehen Kolonien in Bildgebung, im Transit der Sehorgane, deren Ähnlichkeit zu unserer frappiert. Erst zerfließt der eigene Rohstoff, schmiegt es sich an alles Fremde, für das einem die Worte fehlen, uns hingegen nicht. Streift sich dann die Hülle jemand über, geht er eiskalt shoppen. Die Symbole, vertraulich im Verbund mit Buchstabe, Ziffer, Zeichen, schauen wir einander an. Uns schimmert noch ein Lächeln, graduell entgegen. Denke daran beim nächsten Blick in den Handspiegel der Gioconda, die getönten Flecken auf euren Rücken, diskret wie Unterwasseraufnahmen, die Fluchtpunkte aus dem schwarzen Firnis in den Raum, gewachsen in welchem Balg auch immer, außer uns galten sie keinem. Mit einem Ausdruck, der die Zähne zeigte, Syntax in einer Syntax, kreisen wir um eine Achse, wieso nicht betrachtet, sowohl stehlen als gestohlen werden. Wir gingen wie in einen Gottesdienst, Zeitlupen, artig unsere Bewegungen, tragende Früchte, für diejenigen, die es in sich hatten, in denen es erweckt worden war. Ein Weinstock vor der Hütte des Nachbarn, in sich eine Ordnung, für mich ist der Nächste eine Überraschung, die vor meiner Haustür steht im Satz. Es sei ein Haus der Idioten, nicht für sich genommen, ein Weinstock sprechend. Mit dem Haus auf schaukelt er es eine Weile, in der Hütten Einsamkeit, tritt dann heraus, sobald wir gingen, in den Schneeschuhen, Lebensmittel für Wochen, so schien es. Er hatte seinen Widerstand aufgegeben, vergoren den Verstand. Item. Auf der Höhe dort, das Haus, sichtbar existiert es nicht. Erst im Einzelnen wird es allmählich ein Ort, wirkungslos jedoch durch das Geringe an Tiefe, um ein unwesentliches leichter wäre Wasser, seltsam über dem Kaminfeuer. Wir erkannten die Lage, merkwürdig, dass ihn der Teufel hole, gare, Dampf steigt auf, bald, wenn der Deckel klappert. Den Bullaugen gewidmet. Den Bullaugen gewidmet, welschen Zügen, Schrauben per Pinzette appliziert, den Accessoires der ersten Klasse, den Mythen, Punzen, darunter dem Wasser, dem gerissenen Papier, dem Wogen, wogegen, einem Ringen nach Luft, Preisungen, Gesängen, schwankend in Gott, dem Unvermeidbaren, Schiefgeborenen, ihren Fahrten gesundem Menschenverstand zuwider, den Gefassten, unteren Decks, werft vertrieben denen, die den Boden bedecken als Flasche Quittung, den Wirbeln, Blech, Wände laut knirschenden Massen, den Blässen, den Schönen nicht durch diesen Hals. Angesprungen, die vielen mit brachliegenden Skills, schmoren sie für das größere Ganze, das nach Ersatz suchte, gewogen und ausgestoßen hat. Für den Dieselmotor, wie sind Marmor, Manner, Abschaffung möglich? Eine von allen Geistern verlassene Nation, schlaflos von der Schwere eines auf den Rücken geschnallten Regals. Losgegangen war sie mit erhobenem Schuh auf mich, der nur ein Zeichen geben brauchte, ihm verständlich. In den Badehauskesseln brennen Bibliotheken, so dass Bürger sauber werden, während Staub aus Büchern oder der von Treppenstufen an Straßen gekehrt werden müsste, nur existiert als züngelndes Gerücht, dass Biografie stetig sei,
ein Übergang möglicher Realitäten auf eine einzige, verschwindend geringe Begebenheit, die Raum und Zeit verzerrt. Du ziehst dein Auge aus dem Spion und fragst nach seinen Blicken. Jedes Jahr eine Sommerfrische, zu der niemand Rückfahrkarten wünschte. Seefeste das Panier, ein Regelkreis in mir. Verteidigungsmaßnahmen wie das Ausbreiten von Transparenten, das durchsichtige Reden schwingen oder singen vor Lokalen, deren Scheiben eingeschlagen wurden. Verstohlen ersetzen Fotos, Stoßgebete und Annoncen einer Reinlichkeit, die Schutz verspricht. Damit eigenes Gewicht wieder spürbar wird, gestrafft um eine Faust ein Gürtel. Auch ohne Nachlass, Dokumente oder Memoiren, ohne Kerben in den Zementwänden stiller Keller. Seine Fremdheit einzugestehen wäre ein erster Schritt, doch ist Vergessen auch daheim die wirkungsvollere Flucht. Wo das Glück wohnt, nichts Schlimmes trete ein. Gründlich das Waschbecken spülen, sich einreihen. Zwischen Sandwellen kriechen hierüber Wind und wölfischer Hunger. Während des Verhörens über dem Schreibtisch der schiefhängende Heilige, eine Vielheit von Schlange auf dem Sand, verrutschte nicht. Nackt bis auf die Unterhose lassen sich Möwen imitieren, wieso noch auf Sandalen schweifen nach Athen, wo Katastrophen so viel näher liegen. Ich sah schon eine Taube, die pickte unter einer Parkbank aus einem Brötchen Fleisch. Auf dem Porträt versteckt der Potentat seine Hände, der die Augen ausgeschnitten hat im Rahmen seiner Möglichkeiten, zwinkert, hübsch. Zwischen Strandkörben, weg von hier, wo das Gras zur Schlange wird, zu dir hin flüchte ich, damit die wohlwollenden Zellen in deinem Körper die Furcht vor dem Überschreiten einer Schwelle spüren. Bevor den Sand die Möwenmeute übernimmt, ihre über den Boden taumelnden Schatten, schwebend an unsichtbaren Fäden im Wind, zu dem auch wir uns drehen. Unbehauste Hallwesen, die auf den Ruf eines Wortes zerspringen, ihres Namens in der Ferne. Bis die Krise überwunden ist, werden Land und Meer verhandeln. Ist die Mutter auf dem Sand gedämpft zu hören oder enden all ihre Signale mit einem Gedankenstrich? Ihre Stimme hängt in Einteiler zum Trocknen an die Schnur, die Glottis okkupiert von schwarzen Nullen. Der neue Mensch auf tönernen Füßen ist kein stummer Sammler. Laute haben für ihn das Gewicht eines im Mund gelutschten Steins, der auf den Boden plumpst. In seiner Faust, den Rest eines Eis am Stiel, setzt er den Spaten an, der Beginn einer neuen Arbeit. Steine sammelnd, so dass die Mauer mit müheloser Langsamkeit in den Boden sinkt, begründen wir Traditionen. Meine Worte begleiten dich. Die Blicke einer Schutzmacht, deren Stimme dafür sorgt, dass er nicht den Weg verliert, mit seiner Zunge gräbt der Winzling nach einem Palast, um dort zu wohnen. Der Fall eines Steins, vom Schwung eines unbeholfenen Katapults, dem der Griff nach dem Strand folgt, zerrinnt zwischen den Fingern. Das Meer, der Groll eines Herrschers auf seine Eltern, steigt. Komm mit Händen. Hunderte haben ihre Häuser wieder aufgebaut, die Augen Laubhütten. Zu Tausenden gepflanzt worden sind Zedern und Eichen, angespülte Balken, von Schiffswracks geborgen und weit genug vom Strand gekarrt, die Hütten und Gehöfte und Scheunen wurden, schon richten wir uns ein. Dem Meer entkommen wird die Krawatte umgebunden, folgen den Siedlern Schriften und Abendkurse, Sprüche in Trance gemurmelt, im Bemühen um die Grammatik und eine gute Partie. Die Stimme legt die schmutzigen Kleider ab. Schon das kleine Kind ist ein lebender Außenposten, der Schminkspiegel oder die Illustrierte markieren den äußersten Punkt vom Territorium des Strandkorbs. Das Ende einer Reise, der mit Strandhafer befestigte Deich. Nicht nur der möwenzuckende Schreie, die Möglichkeit, so lange in Wasser zu leben, bis die Furcht vor dem Festland zur Schwelle wird, auf der du wohnst.
So viele sind nicht angekommen. An den Küsten kauern Städte, die sich bald wieder auflösen wollen in Salz und Sand. Ein soziales Element, das über den Körper zu den Füßen in eine Lache fließt, sich im Mund sammelt, während du dein Spiegelbild betrachtest. Das Handtuch über die Schulter geworfen, marschierst du zum Kapitol. Bist Kadaver, der mit Zangen und Scheren der Staat zu Leibe rückt. Verschwindend einzige Begebenheit, so bedeutend wie ein behutsam sinkender Klodeckel. Ich werde da sein für dich und wanke nicht. Ein aus dem Wasser gehobenes Buch verwandelt zu Brei. An den Fenstern halten die Blumen Händepaare noch für wenige Momente aufrecht und vor der Stadtmauer wüht ein Unterhändler mit zur Faust geballtem Gesicht in einem Kohlenbecken. Du stellst meine Füße auf weites Land. Zu dir hin flüchte ich, weg von hier, wo das Gras zur Schlange wird. Danke. Ich bin Daniel, danke für deine Lesung. Ich hatte das Privileg, die Texte vorher lesen zu dürfen und insofern ein bisschen Close Reading vorwegzunehmen und von da ausgehend den Texten ein wenig nachzufragen. Du hast aus Gründen, die wir vielleicht noch besprechen können, die Titel der Texte nicht mitgelesen. Dadurch kommen die sozusagen in so einen Flow, ja, ohne ständig unterbrochen zu werden. Tatsächlich ist der Titel des ersten Textes, mit dem ich anfangen möchte, Ornithopanie ist ein Wort, das, wenn man auf Google eingibt, sechs Einträge erzeugt. Einer dieser sechs Einträge ist verweist auf die Zeitschrift Ostra-Gehege, in der dieser erste Zyklus zuerst erschienen ist. Unter den fünf weiteren Einträgen zur Ornithopathie findet man eine Schrift von Joachim Werner, Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches von 1956, wo man über Google sozusagen lesen kann, dass die Ornithophanie dem Vogelkostüm des sibirischen und mittelasiatischen Schamanen den Namen gibt, mit Verweis auf L. Sternberg, der Adlerkult bei den Völkern Sibiriens, Archiv für Religionswissenschaft, 1828, 1930. Das ist also ein sehr spezieller Kontext, dessen Motive man in den Gedichten, glaube ich, auch wiederfindet. Mich würde interessieren, ist das der Kontext dieses ersten Zyklus? Wie kommt der zu dir? Und über die Valenz quasi können wir vielleicht dann noch im Laufe des Textes sprechen, aber erstmal ist das Ding. Ich glaube, dass ich drauf gekommen bin über Iliad, über Schamanismus und archaische Ekstase-Techniken und das ist wahrscheinlich genau die Quelle, die du genannt hast, dort auch zitiert wird. Okay. Ich habe es sicher auch irgendwann mal gegoogelt, aber ich kann mich nicht mehr an die Treffer erinnern. Vielleicht sind es inzwischen sogar mehr. Ich glaube, ich habe irgendwas, vielleicht höchstens was gefunden, Vogelschauer, nicht? So. Und dann ist man aber bei den Römern angekommen. What made you write about it? Was ist an diesem Motiv sozusagen hängen geblieben, an dem sich der Text entzündet hat? Also soweit ich mich noch erinnern kann, das ist nämlich schon eine Weile her. Bei Iliad gibt es die schamanistische Reise beschrieben, eben durch verschiedene Himmel geht es immer weiter hoch. Es gibt die Zerstückelung und die Zerstreuung desjenigen, der als Schamane eben nach oben reist, was ja auch gleichzeitig eine Reise nach unten ist, also das nach innen, wenn man so will, und nach außen. Und dieses Motiv hat mich fasziniert. Und eben auch die
eigentlich die Kombination mit verschiedenen, nicht zu dem Thema passenden Motiven. Eins, das nämlich komplett rausgefallen ist, ist Gustav Ganz zum Beispiel. Damit fing es eigentlich an, mit der Vorstellung dieser Cartoon-Figur, dass diese Cartoon-Figur Anlauf nimmt und losfliegt. Und das aber mit einem Schamanen irgendwie zu vergleichen, zu verbinden. Und dann lag das Gedicht sehr lang da. Und das ist mir dann vielleicht, also, ja, gut möglich, so 8 Jahre oder was, dann wieder rausgeholt habe und angeguckt habe, dann habe ich angefangen zu kürzen. Und je mehr ich gekürzt habe, umso mehr hat sich das herauskristallisiert. Ja, ist witzig, wenn du sagst, es gibt diesen Comic-Bezug. Es gibt quasi in dem Text das sind 7 Teile, die sind ja auch nummeriert, ein Bruch in dem Sinne, dass der letzte Abschnitt, der 7. Teil, einen nachgestellten Charakter hat. Im Grunde fast ein sozusagen medienreflexives Ende darstellt, sozusagen Filmgeschichte taucht auf. Motive, die vorher vielleicht rausfallen, rein vom Wortfeld her gesehen, wie eben die Videospiele, wie die Chicken Wings oder so, kündigen das vielleicht schon an, dass das im Grunde so eine Art von medialer Rezeptionssituation ist gegenüber diesem Material, das sich eben fast filmisch da abspielt. Und dann scheint mir quasi der Text in gewissem Sinne schon auch seine Motivation ein Stück weit nachzutragen. So lese ich das. Wir stehen da und suchen durch Augen zweiter Ordnung auf den Wolken den Vogelmann, der innen ruht, zu rufen, als gäbe es noch Stellen, unberechnet, oder man selbst würde getragen von Schwungfedern. Also, wo man in gewissem Sinne die Befassung mit dieser Figur als ein Fasziniertsein von dieser Spiritualität nach ihrem Ende oder so rüberkommt. Ist das richtig, dass das Ende irgendwo eine reflexive Ebene drüber liegt und dass das eine Motivation da reinschreibt? Ja, also es kann sein, ja. Also es bewegt sich auf jeden Fall schon raus aus dem Kontext, den ich vorher habe, ja. Also dann hast du die Raumfahrt, meinetwegen, du hast vorher hast du die Zunge, die irgendwie dieses Metall ableckt, das glühend ist, und eigentlich müsste die Zunge verschwinden, und dann später hast du auch glühende Zungen, aber das ist dann halt eher etwas industriell, postindustrielles, also mehr der Stahl, der da gegossen wird, meinetwegen, aus dem dann Flugmaschinen oder weiß der Geier, eben was wir eben dazu so daraus eben so herstellen werden. Ja. Genau. Okay. Ja, und das Ganze endet sozusagen mit einer Geste des Verwerfens. Also dass in gewissem Sinne die am Märchen jetzt ein Ende haben sollen, am Märchen als fantasievolle, beängstigende Geschichten, die man Kindern erzählt. Im Grunde werden die LeserInnen des Textes in die Position des Kindes gegenüber der Amme oder die Rezipienten so eines Schamanismus in eine Kinderposition gebracht, und der Text schließt sozusagen sehr profan damit ab, dass er das als solches klassifiziert. Okay, also ich wollte niemanden bevormunden hier, aber man könnte auch, ja, aber ich meine, dieselben Geschichten sind ja auch die Geschichten von Raumfahrt und Kolonisation anderer Planeten, sind ja im Grunde genommen auch Märchen, die wir uns erzählen, oder? Ja, sicherlich, ja. Das Motiv kommt dann in dem späteren Text wieder. Sag noch einmal, weil das sozusagen mich dann in dem Kontext doch, ich kriege das nicht ganz, es ist aber ein Rahmenelement, das ist quasi im Magen der Erde beginnt. Ja.
die Erde wirkt, ja, oder irgendwelche wirkenden, ja, Bewegungen bilden den Auftakt und am Ende ist man sozusagen über dem Planeten. Genau, und ja, diese Bewegung von unten nach oben, okay, ist über das Vogelmotiv vielleicht da, aber das sagt vielleicht das noch ein... eine, aber auch, wie gesagt, das ist schon eine Weile her, die Figur des Schmieds, mhm, ist ja auch eine schamanistische Figur, also der in der Erde nach den Metallen, nach den Erzen sucht und aus ihnen dann Gegenstände herstellt, das war ja etwas... das eben auch mit Mythen verbunden war, also mit Ammenmärchen, wenn man so will, genau. Also das ist dann die Bewegung aus der Erde heraus in draußen. So diese gewisse spirituelle Motivik verschiebt sich dann in den Texten, die du gelesen hast, ein Stück weiter. Wenn man in den dritten Text, so lese ich das jedenfalls, oder so ist es mir jedenfalls als Zusammenhang erschienen. Der dritte Text heißt Klinam. Und da kommt man vom Schamanistischen eher vielleicht auch in eine stärker christlich konnotierte Form von religiöser Motivwelt irgendwie rein. Der Gottesdienst taucht auf, der Weinstock taucht auf, die Figur des Nachbarn, die für mich auch so eine Konnotation irgendwie hat. Dieser Nachbar ist allerdings ein Idiot, sein Verstand ist vergoren und am Ende holt ihn der Teufel und gart sein Fleisch, während also sozusagen im ersten, und das steht sozusagen undementiert am Ende, während also der erste Text gewissermaßen das Ammenmärchen verwirft, bekräftigt der dritte ein Ammenmärchen anderer Art, könnte man sagen. Okay, ja. Das ist gut möglich, ja. Ja. Stehen die in irgendeiner Konstellation? Sind das letztlich unverbundene Stücke? Nein, die folgen schon einer Richtung. Ich versuche sie in eine Reihenfolge zu bringen, die eigentlich alphabetisch war. Mhm. Alphabetisch ist das, also angefangen mit O, also das wäre tatsächlich der erste Text. Mhm. Und dann immer weitergehend und zwischendrin muss das Alphabet unterbrochen werden und dann geht es mit C weiter, ja. Tatsächlich. Wir kommen dann quasi in eine dritte Inkarnation dieser religiösen Motivik auf eine Art, wo es quasi um so eine Art von Alien-Werden oder sowas geht. In dem jetzt in der Reihenfolge her zweiten Text. In dem ersten ist es vielleicht so eine Art von Tierwerden des Schamanen. Hier ist eher so eine Art Alienwerden im Gange. Zugleich ist irgendwie so diese Aufwärtsbewegung des ersten Textes dann in dieser Raumstation wieder aufgenommen. Seltsamerweise tauchen keine echten Aliens sozusagen gestalthaft auf. Ich kann sie jedenfalls in dem Text nicht erkennen. Es ist fast so, als würde irgendwie die Alien Abduction durch die Raumkapsel oder durch die sozusagen Raumstation und die Prozesse, die in ihr stattfinden, morphologische Verschiebungen am Körper selber hervorgerufen werden, ohne dass eine Begegnung stattfindet. Aber jedenfalls, um das noch zu verbinden, diese ganze Alien, was du schon angeschnitten, diese ganze Alien Imagination sozusagen eines begegnenden anderen, aber dann auch sozusagen Space Colonization, haben selbst sozusagen auch eine theologische Last oder so, wie sie die sie halt weiter verarbeiten. Wo ist der Alien in dem Text? Naja, man selbst als Sprecher des Textes, würde ich sagen, ja. Aber Alien, ja, es ist, geht ja auch um eine Art und Weise, sich einen Text, sich innerhalb eines Textes den Text fremd zu machen.
nicht? Auch mit dem, was an Prämissen dann in so einem Text dann drin ist, die Prämissen eigentlich dann an irgendeiner Stelle, also im besten Fall natürlich, so zu biegen, dass man das selbst nicht erwartet hätte. Den Ausgang quasi dessen, was der Text, was das Gedicht dann einem mitteilt. Ja. Und so lese ich auch diesen letzten Vers, wo ich muss sagen, die Alien Abduction dann auf Deutsch quasi wie so nicht betrachtet, sowohl stehlen als gestohlen werden, also wo gewissermaßen ist diese entführende Instanz eine ist, die im Akt ihrer eigenen Entführung selbst entführt wird, vielleicht durch eine Art von Begegnung, die ein Werden im Entführer, sozusagen in der entführenden Instanz selber auslöst, die sie wiederum entführt. Und also dann werden sozusagen die Rollen unklar. Was klar ist, oder zumindest was ich dem Gedicht entnehme, ist, dass man letztlich im Erdorbit bleibt. Man kreist ja weiter um eine Achse und wird dort zum entführten Entführer und vice versa seiner selbst. Okay. Nach dem Durchgang durch jetzt so drei so konkretere Texte bin ich so ein paar Motiven einfach gefolgt, die ich total spannend finde in diesem Konvolut und die sich so verdichten zu zwei Komplexen. Der eine ist so eine Art Körperkomplex und der andere ist, könnte man sagen, ein architektonischer oder Gebäudekomplex. Ich habe mir ein paar Stellen rausgeschrieben, um das zu verdichten. Die Körperbilder sind sehr stark und sehr, sehr, sehr speziell. Die sind teilweise sehr drastisch, ne? Also wo Eisen und Fleisch in so eine Überlagerung gebracht werden. Die Knochen am Feuer, wo Eisen ist, mit Fleisch getrieben. Die Zunge leckt Stahl. Jetzt zischt er zwischen den Lappen ein verkohltes Steak. Dann gibt es eben diese schon erwähnte Nähe zum Kannibalismus auf eine Art. Selbst wo Geister ihn gegart haben, sozusagen. Der Geist ist wie eine Mikrowelle im Grunde, so ein bisschen. Dann gibt es eben aber auch so Denaturierungen des Körpers. Also wo Gesichtszüge auf eine Weise gesetzt werden, auf eng anliegende Haut die Schädel in den Schraubstock zwängt, also wo der Körper so aufgeblättert wird in verschiedene Schichten, die zu eng sind. Du kannst mit deinem Leib aus Kohle von Plastiktellern Nahrung picken. Ein wühlender Unterhändler mit zur Faust geballtem Gesicht in einem Kohlebecken. Aber dann auch sowas wie so, dass sich so eine Art von Hyperkörper aufbaut, mit so Dingen dran, allen möglichen Kram. Im Eisenkleid redet er sich mit dem Skelett als Federkleid behangen und so. Dann gibt es sowas, was ich vielleicht als Verkörperlichung des Sprachgebrauchs oder der Sprache, oder der Akte von Sprechen sehen würde, wo es heißt, eine Syntax aus uns hervorstülpend. Also wo jetzt zum Beispiel nicht Syntax dann gesagt wird, sondern es ist eher sozusagen so ein morphologisches Falten am Fleisch, was unsere Syntax so hervorbringt. Jemanden wird sozusagen etwas durch diesen Hals und nicht mit einem Wort gewidmet. Also auch so dieses Körperliche. Und dann diese ziemlich krasse Figur, wo es heißt, dann mit seiner Zunge gräbt der Winzling nach einem Palast, um dort zu wohnen. Also wo sozusagen das Sprechorgan zu so einem physischen Grabeorgan wird oder so, dass dann eine Figur unearthed, aus der Erde holt, die ihrerseits imaginär ist. Würdest du sagen, dass quasi so diese Körperkonstellationen ein Punkt sind, in dem du quasi in deinem Schreiben immer wieder landest und die du konstant bearbeitest, oder ist das vielleicht eine zufällige Verdichtung in diesem Konvolut? Das muss ich beobachten. aber eine Art von körperlichem Gefühl, was Sprache angeht, ja. Also dass Sprache eben etwas auch
etwas sehr, sehr, sehr Zärtliches, aber auch etwas sehr Brutales sein kann. Nicht? Und zwar so weit, dass es im physisch sich auswirkt, wie wir es jetzt auch gerade sehen. Nicht? Also nicht hier zwischen uns, sondern in der Welt. Ja. Ein anderes Motiv, das ist, wenn ich so im Detail jetzt eingehe, ist eben so dieses Architektonische. In dem ersten Text ist eine Obsession mit der Hütte, der man entsteigt und immer wieder entsteigt und in die man immer wieder hineinsteigt. Dann hast du in dem Weinstock-Gedicht das Haus und vor dem Haus und so weiter und so fort. Und dann eben in den letzten Gedichten ist es quasi der Strandkorb im Grunde, der wie so eine Art von territoriale Figur oder so auftaucht. Während andererseits ist dann die Territorialität der Gedichte, also ich will nicht sagen impressionistisch, aber sehr, man kommt ja sozusagen nicht auf eine Konkretion eines Ortes. Der Strand ist so kunstvoll in verschiedene historische Layers auch verschachtelt, dass nie sozusagen eine Szene, ein Hier und Jetzt gewissermaßen entsteht. Und diese Art von Poetik des Raums oder so ist in diesen Texten war mir besonders irgendwie. Dadurch, dass so zeitlang so abläuft, vielleicht noch auf einen Punkt. Die ersten, glaube ich, vier Texte, die wir gehört haben, sind gedichtförmige Texte. Die letzten drei sind Prosagedichte. Gibt es da eine poetologische Differenz sozusagen zwischen diesen Gedichtsorten, die du da ansteuerst gewissermaßen in diesen Genres? Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt eine zeitliche Differenz dabei, sicher. Also die ersten sind älter, deutlich ältere Gedichte. Also das ist vielleicht auch schon 10 Jahre her. Und die hinteren sind neuere Sachen aus den, weiß ich nicht, den letzten 5 Jahren oder so. Der Gang eben zum Satz als Einheit ohne den Zeilenbruch, der noch Dinge anders verschachteln würde. Für mich gibt es den Unterschied nicht so sehr da drin. Also wenn du dieses Kleinerman-Gedicht nimmst, dann ist das auch rein aus Sätzen gebaut und legt es darauf an, dass irgendwo der Satz bricht, aber es ist ein willkürlicher Bruch durch den Zeilenbruch. Und dadurch entsteht eine andere Richtung, die der Satz dann eben hat in dem zeilengebrochenen Gedicht. In den anderen sind es ja quasi simultane Sätze, die also eher eine Flächigkeit haben. Nicht nur, weil es als Prosa-Gedicht dastehen, sondern vom Rhythmus her. Zu den Räumen oder zu Strandkorb, Haus und so weiter, das sind ja alles Schalen, in denen wir uns bewegen. Also bei dem, selbst die Kapsel dann auch, der Raumkapsel, stimmt. Das Boot kommt auch. Ja, genau. Und bei dann hast du das Haus auf dem Kopf und all diese Sachen. Das sind die Schalen, in denen sich dann quasi unsere Art zu denken oder zu sprechen schützt oder manifestiert, je nachdem, wie man es nimmt, ne? Oder wie man so drauf ist an dem Tag. Vielleicht enden wir mit einer Frage, die sich auf eine Hintergrundinformation bezieht, die du hier in den Text mitgeliefert hast, dass das Texte aus dem Manuskript sind, das den Arbeitstitel Schönheit trägt. Schönheit kommt in diesen Texten an zwei Stellen als Begriff vor, nämlich einmal Schönheit fixiert im Speisesaal der Orbitalstation, wo jedes Modell schwelgte in der Besessenheit des Designs. Und den Bullaugen
gewidmet. Das ist ja so eine, glaube ich, so eine offene grammatische Konstruktion, die ich so lese, dass es am Ende heißt, den Schönen nicht gewidmet durch diesen Hals. Also das sind jedenfalls die beiden Punkte, wo die Schönheit, die offenbar titelgebend ist in diesem Manuskript oder war, weiß ich nicht genau, reinspielt. Was hat es damit auf sich? Und worin liegt die Schönheit des vergorenen Fleisches? Also da sicher nicht. Aber die Schönheit liegt natürlich in der Vorstellung, dass man durch verschiedene Praktiken, die auch vergorenes Fleisch beinhalten können, quasi seltsame utopische Zustände erreichen kann, wie dass man fliegt. Mhm. Allein Kraft der Versenkung in etwas soll sich dann jemand erheben können. Und Schönheit ist für mich die Vorstellung all dessen, was wir uns strahlend und wunderbar vorstellen und was dann dabei rauskommt, ist dann eben was anderes. Mhm. Genau. Also das Beispiel mit den Schönen nicht durch diesen Hals, es ist wie ein Flaschenschiff, nicht? Mhm. Das gebaut wird und was auf dem Schiff drauf ist. Genau. Ja, das ist spannend. Das ist auf jeden Fall eine Schönheit gewissermaßen im Angesicht des Problematischen. Die letzten Prosagedichte hier heißen Monarchen. Ja? Und wir haben Szenen von Besiedlungen und so weiter und so fort da drin. Also es ist eine Schönheit, die diese Komplexität des Schrecklichen mit in sich fasst, auf eine gewisse Weise. Ja. Ich glaube, das kriegen wir gar nicht mehr anders hin, nicht? Ja. Also, es ist nicht schön. Ja, ich glaube, damit wäre mein erster Infohunger gestillt. Und vielen Dank für deine Antworten. Ich danke dir für deine Fragen.